Hallo, herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2016, diesmal in Kanada, ja, großer Preis von Montreal. Sieht schnell aus, die Strecke, auf was man hier so links jetzt auf der Streckenkarte sieht. Eine richtig lange auf Start und Ziel. Keiner Schwenker drin, okay. Wo man ein bisschen runter muss vom Gas, kann es aber wieder Gas geben. Ich bin gespannt. Da hinten eine fiese Kurve, da kann man aber auf der Gegenseite kann man auch mal Gas geben wie Sau. Ich bin gespannt. Wollen wir gleich mal rausfahren auf die überfliegende Runde? Aber du kannst auch mal 10 Minuten fahren, 100 Minuten.
Netzstrafe, hier und so mit Wasser, fuck you. Oh, dann muss ich aber geliefert fahren, ey. Zurück in die Garage, ey. Hat jetzt keinen Sinn. Ja, Sperrfahren. Fahren halt nochmal raus, ist mir doch egal. Wenn ich so gleich fahre, der fickt der Pisse, Mann, dann kann ich gleich um 22 Uhr starten. Und es scheiße, da habe ich ihn vorgestraft, wenn ich der fickt der Pisse kriegt. So eine Scheiße, Mann. Jetzt knall ich aber durch, das sag ich euch, pass auf jetzt. So. Los, Mann. Was denn? Na und? Fick doch, Hobbit. Oh, nee, ey. Was mache ich jetzt? Leute, ich mache jetzt gleich Qualifying, was bringt. Das bringt ja nichts, noch zu rutschen. Nee. Stopp. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal... Sei still! Lass mich raus! Boah. Hallo und willkommen am Circuit Gilles Villeneuve. Ja, Circuit Gilles Villeneuve, der Schaufahrer, der schon wieder zur Strecke. Ja. Gott, bin ich schlecht. Gott, bin ich schlecht. Dann knall ich aber auch raus, jo, ich muss wieder greifen. Ha, 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 ha. Auch nicht mehr bremsen. Mann, ey, der Abstand, den ich jetzt habe, sind halt selbst schon 10, 12 Plätze. Ich werde nochmal 5 nach hinten gesetzt. Und es war alles regelkonform, wir haben nicht gemeckert. Bäm, Alter. Gut, bringt mir nichts. 5 Plätze nach hinten. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes... Ja, bla, bla, schade.
einmal gut durchgeknallt, ey. Da musst du nur noch richtig abschalten, wenn du von der Rechtskurve mit den Curls auf die Linkskurve rüber musst du abschalten, damit du dann von der Kurve gegenknallst. Und dann passt das. Wir sind so gut wie bereit. Oh Mann, das kann man sterben, Leute, ey. Einstellung, lassen wir so eine Rennstart. Ja, Strategie arbeiten, ausgehen. Rennstart, wo wollte ich drücken? Falscher Knopf. Nein! 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 Mann!
Williams. Mann, müssen wir neu starten, Leute. Mann, ist das scheiße! Geht mir jetzt auf den Sack, Mann! Und wirklich hat das auch keine Chance, diese behinderte Scheiße, aber muss ich ja machen. Mann! Wir warten aber auf das Ende. Thank you.
Fahrerfehler und dann bist du wieder hinter den Wald. Ich war nicht zu Ende fahren, wäre auch mal wieder schlecht. Einmal auf dem Spiel. Also, das ist ja ein Lango. Das darf ich ja wieder so die Session. Dann bin ich trotzdem wieder aufgeschieden, weil ich gegen kam bin. Eben gerade gegen gefahren, wieder reingestartet.
Das ist aber auch nur, weil ich abdenke, wie meine Zähne gefunden habe, weil ich mich überlegt habe. Scheiße gebaut, die kritische Straße. Wie gesagt, mit der Zerstreuungsstraße. Und da ist es okay, dass wir hier in Zeitstraße bei der Kritikhalle. Also ich habe dann das von der Neustadt gesehen, wo halt das weiterfahren kann. Das war das, was ich mir gehört habe. Und vielleicht kann ich ja noch was reißen. Dann muss ich jetzt gucken, dass ich das mache. Gute Punkte. Aber es muss ja reinkommen, oder? Was macht der da? Ich war doch nicht auf die Daten hier. Und dann lach auf. So, ich fahr links. Gut. Fährt der einfach in mich rein? Hat der einen Arsch offen oder was? Ja, das werde ich jetzt nicht nochmal neu starten. Schade. Kann ich nichts machen, Leute. Dieser hat mich abgeschossen. Ja, das bedeutet wieder keine Punkte. Wir werden noch weiter runterrutschen. Tut mir leid, aber... Wieder ein Historiker. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Silber-Automobil Trophäe und diesen zu nehmen. Mit dem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Aber hier, Hamilton mal wieder. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwerte nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aufbricht. Aber ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt.
sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, der ist kein Kandidat. Auf jeden Fall der Flieger. Und das hat man in der Wiederholung gesehen. Ich fahre normal die Schiene. Wie auch immer. Hamilton rennt überholt rechts, was macht der? Der fährt mir links an links an mir vorbei und fährt mir rechts in den Hinterreifen. Der hat auch eine Macke gehabt. Warum ist er auch ausgeschieden? Mercedes hat seine Führung. Der ist nicht ausgeschieden. Wo ist der? In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. 9. Der konnte noch weiterfahren. Ey, das ist doch asozial, ey. Ja, bis auf den 7. runtergereicht. Das sagt die ganze. Ja, da sind wir noch mit 20 Punkten immer noch Vorsprung. Es ist auch nichts, wenn ein Ferrari einen abknallt, ja, wenn man trotzdem noch weiter vorne wird als Mercedes. Haben sie Pech gehabt. Ja. 73 Punkte Rückstand auf Lewis Hamilton. 106 Punkte hier rein, Königssau. Vettel auch runter, ja, ein Glück aber auch. Gut, ich weiß jetzt nicht, was drin gewesen wäre an Punkten, aber immer ein bisschen mehr. Ich sage euch trotzdem viel Aufmerksamkeit. Wie ihr seht, von Rennen zu Rennen, es wird immer chaotischer. Dieses Mal waren wir rübelhaft unterwegs. Mal gucken. Davor waren wir in Monaco, das Rennen, das war ja eher zurückhaltend. Mal gucken, was dann jetzt nächstes Rennen kommt. Ich danke auf jeden Fall euch dafür, dass ihr angeschaltet habt und zu Ende geschaut habt. Und ja, teilt das Video auch mit euren Freunden, wäre nice. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, dann geht's weiter mit Formel 1 2016. Bis dahin, haut rein. Tschüss.